Aufwärmübung. We start with the warming up of testing. Rani will explain exactly what they are now practicing. Dass er relativ schnell zugreifen kann. So the coach is passing directly to shoulder warming up, so you concentrate on your goal of the exercise. Also die Beinarbeit im Kopf und dann den Ball vor den Augen, dieser Wechsel hier wichtig, sowohl unten, aber auch den Bällen oben. Beim Werfen natürlich, der Torwarttrainer, kleiner Handballer, der muss natürlich auch dorthin werfen, wohin werfen soll. Das sind auch Sachen, die man auch üben kann als Trainer, dass die Bälle auch dorthin kommen. Nicht so schlimmer, als wenn der, je mehr man hier reinkommt in die Übungen, auch immer mehr mit ihm redet, um ihn zu stimulieren, zum Beispiel diesen Ball jetzt endlich zu halten. Aber wieder mit einem guten Ball aufhören. You end up with a good. Take your time for the exercise that you are not. Es ist ungewohnt, das ist die ersten Male, da muss ich alles dran gewöhnen, aber die Übungen selbst kommen relativ, man kommt schnell zum Sinn der Übung, wenn man auf den letzten Metern merkt, wie sehr man doch zurückgezogen wird und die eigentliche Aktion doch durch das Seil sehr zurückgehalten wird. Aber man muss quasi das durchsetzen, was man plant, die Übung so machen, wie sie gefordert ist und hat halt quasi dieses Handicap hinten dran. Das ist jetzt nur zum Reinkommen, zum Aufwärmen, das Seil quasi dort zu befestigen hinten. Die Schlaufe rum, der Gürtel. Komm, komm! Jawohl, schade! Komm, einen noch, einen für dich noch. War zwei Schwere jetzt. Ja. Das fängt er ihn gleich. Das gibt's. Ich muss so warten. Der Enkel auf the ball. He doesn't know before. There are 3 points. He must decide right in time.
and it's very good. The last one. Very intense and attention the ball. Very practical. Oh. Auch die Bälle gerade gesehen, der Ball, wenn er da drum liegt, immer in Gegenrichtung zur Übung raus. Also eigentlich schon so fast alle rechts. Du brauchst eigentlich schon mal rechts in der Stunde liegen. Ja. Es sei denn, er schießt dann wirklich ganz weit links, aber das macht er nicht. Ja. Dass keiner auf den Ball drauffallen kann. Gibt es Verletzungen. Unerwartet nach rechts. Auf die Area. Try to avoid the... 1,97 Meter. Ding. Geht jetzt doch vorbei. Das war sicher. Hup! Ja! Yeah. Sah wie im Video aus. Oh, Andi. Torwartfehler. Torwarttrainer. In einem Video, da schießt er. Wechsel bitte. Next one. Der hat verlust. Hast du ein Video? Was für Videos? Ja, dieser Geschichte, ja. Aber schießt er einen Ball? Aber sowas aus über die Mauer? Weißt du, was der eine geile Bewegung ist? Da musst du auch was. Bei dem Fall, wenn du das denkst du, du was. Wir machen das. Das ist